Hallo meine lieben Schweißtechnik-Freunde, willkommen bei Camper. Ich habe mir überlegt, das Thema Rauchgase absaugen. Ihr habt ja bei mir in den Videos immer gesehen, ich habe da so eine Absaugung stehen mit so einem Rüssel, der die Rauchgase abzieht. Ich habe mir überlegt, wir fahren zu so einer Firma, die sowas baut, gucken uns an, wie sowas gebaut wird. Wird sowas noch in Deutschland gebaut? Und wie funktioniert das Ganze? Ich habe eine Menge Fragen halt mitgebracht und wir sind heute bei der Firma Camper, ziemlich in der Nähe von Holland, in Vreden. So sieht das Unternehmen aus und da gehen wir jetzt mal rein. Ja, also ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Wir haben den Termin spontan bekommen und ich bin froh drüber. Und ich will jetzt mal wissen, wie das halt läuft. Ne? Nochmal, hallo. Ja, hallo, grüß dich, herzlich willkommen. Genau. Aus der Marketingabteilung. Genau. Du hast es heute möglich gemacht. Ja, genau, richtig. Ich bin Jenny, ich leite das Brand Marketing. Schönen guten Tag. Hi. Und der wichtigste Mann zum Schluss, der Geschäftsführer. Richtig. Wie heißt du mit Nachnamen, ich fragen darf? Camper. Camper, richtig. Daher kommt der Name Camper. Nein, Quatsch, ich meine, ich habe schon ein bisschen geguckt, diese Meilensteine. Das heißt, das hat dein Vater gegründet? Genau, mein Vater hat es gegründet vor 42 Jahren. Vor 42 Jahren. Stimmt das? 42 Jahre. 1977. 1977. Genau. Das ist also immer noch ein Familienbetrieb. 100%. Ja. 100%. Genau. Das heißt, gibt es den Vater, dann gibt es, hast du noch Geschwister oder darf ich überhaupt du zu dir sagen? Das haben wir zumindest beim letzten Treffen so gehabt. Aber es sei denn, du willst jetzt wieder auf sie wechseln, dann müssen Nein, wir darüber reden. Ich möchte beim Du bleiben. Ja. Ja, ich habe Geschwister, klar. Mhm. Meine Schwester macht Industriedesign und hilft uns ab und zu so ein bisschen, ist aber nicht Vollzeit im Job. Ihr Mann ist auch im Unternehmen. Ja. Der ist auch Geschäftsführer bei uns und kümmert sich um Finanzen, Personal und all die Dinge, die mit Banken und so weiter zu tun haben. Also absolut Familienbetrieb, absolut. Alle arbeiten mit, alle ziehen mit. Ganz genau. Ja, wie bei uns auch, wie bei WM auch. Also das ist in Deutschland so üblich, finde ich schön. Und also Camper steht halt für eure Nachnamen, wie dein Vater das mal gegründet hat. Ne? Und wie hat er das ganz alleine gegründet oder wie ging das los bei euch überhaupt? Also das, ich meine, ich war noch relativ klein, so ungefähr 3 Jahre, als das losging. Also ganz genau kann ich mich nicht daran erinnern, aber aus den Erzählungen heraus hat das in der Garage zu Hause angefangen. Ja. Er hat sich Gedanken gemacht wahrscheinlich? Ja, das erste, ja, er war viel in Skandinavien unterwegs, da gab es solche Technologie schon, da hat er sich so ein bisschen ein paar Sachen angeguckt. Und dann hat er die Idee gehabt, weil es in Deutschland noch gar nicht bekannt war und überhaupt noch nicht, also verbreitet kann man eh nicht sagen, das gab es noch nicht. Und dann hat er quasi die erste Punktabsaugung im deutschen Markt mit Filter direkt entwickelt. Oder einfach abgesaugt? Ja, ja, mit Filter direkt. Mit Filter und es war relativ schwer und groß und sollte trotzdem tragbar sein, aber das war so die erste Punktabsaugung im Markt. Das heißt, von null aus der Garage raus, ein Jahr später bin ich geboren und ich bin jetzt 41, also schon eine Menge Zeit vergangen. Ne? So 78, 77 wurde das Ding quasi entwickelt und dann ging es los, direkt schlagartig. Ich meine, wir sind jetzt heute 2019. Wie viele Mitarbeiter? Wir müssen wir vielleicht mal wieder erneuern, ne? Aber ich sag mal, wir waren halt relativ schnell im international unterwegs. Das ist so ein bisschen was ein Meilenstein ist, weil wir ja sehr, sehr spezialisiert sind auf rein metallverarbeitende Industrie, also auch vor allen Dingen aufs Schweißen, mussten wir natürlich, um wachsen zu können, auch in andere Märkte rein. Ja. Also hier sieht man beispielsweise Frankreich, USA schon relativ zeitnah. Ne? Ja. Ja. Niederlande war für uns immer, aber das ist 300 Meter entfernt. Ja. Das ist für uns nicht international, das ist quasi zu Hause. Ich habe auch gesehen, dass das Ganze in Vreden stattgefunden hat. Genau. Und wir sind immer noch in Vreden. Das heißt, das ist alles hier entstanden, hier gewachsen. Finde ich super. Absolut.
Du siehst auch das Gebäude, in dem wir stehen, es sieht zwar modern aus, aber ich glaube, irgendwo haben wir so einen Grundstein, da ist es 92 gebaut worden. Ja. Also da waren wir schon auch relativ viele Leute und brauchten den Platz und ja, glücklicherweise wird es so langsam wieder eng. Nee, schön, schön. Ich habe schon diesen Turm gesehen, da interessiert mich natürlich ganz klar die Technik, wie funktioniert das Ganze. Und wir dürfen heute hier überall gucken? Fast. Wo denn nicht? Wir wollen dahin, wo wir nicht hin dürfen. Wo dürfen wir denn nicht hin? Ja, es gibt so ein paar Bereiche, die nur wenigen Mitarbeitern zugänglich sind. Und die zwei Alexander, weißt du, wo das ist? Da wohl. Ja. Er ist ja gleich weg. Also die Tür könnt ihr euch anschauen. Geheim, geheim. Da darf ich auch ohne Kamera nicht rein wahrscheinlich, ne? Auch das muss rein. Schade. So, wir gehen gleich direkt in die Fertigung oder wo gehen wir hin? Wie ist dein Plan, Alexander? Mein Plan ist, dass wir einmal vielleicht auch dem Frederik Hallo sagen. Er ist ja bei uns seit 01.01.2019 Geschäftsführer für Marketing Vertrieb. Ja. Klopfen wir mal einmal die Tür, schmeißen die Jungs mal einmal durch, kannst noch mal einmal kurz Shake Hand machen bei den Jungs vom Vertrieb. Dann schlage ich vor, dass wir mal einen Schwank durch die Produktion machen, Montage halt, ja. Ne, klassischer Anlagenbau. Und dann können wir noch unseren Showroom besuchen. Würde ich dann zusätzlich noch mal ein paar Kollegen das vom... Das ist nicht der Showroom. Nö, hier ist so eine Eingangshalle. So, ich ne? dachte, das wäre der Showroom. Ich habe aber ein bisschen wenig ausgeschrieben. Nee, ganz genau. Okay, dann bin ich gespannt. Richtig. Du bist also der Meinung, wir müssen den Frederik unbedingt, was die Zukunft von Camper angeht, unbedingt aus dem Meeting jetzt stören? Ja, wir sollten auf jeden Fall die Gelegenheit nutzen, da wo du jetzt hier bist mit deinem Team, dass er da einfach mal gucken, ob er uns mal 2-3 Minuten seiner wertvollen Zeit schenken kann. Und was ist, wenn er so nicht ganz begeistert davon ist? Ach, dann sind wir hier mit ein paar starken Jungs und Mädels unterwegs, dann ziehen wir den einfach mal raus. Okay, ich gehe einfach mal rein zum Meeting. Ja, weißt du, du hast bestimmt schon Bescheid gesagt. Ja, oder? Ich weiß nicht. Nein, willst du? Ja. Komm, ne? Mach einfach. Ja? Also wir brauchen den Frederik wegen... Ja. Hallo, guten Tag. Hallo, guten Tag. Ich bin der Praktikant, der Neue. Ich suche den Frederik. Grüß dich mal, lieber. Guten Tag. Na, geht's dir gut? Ja, und euch? Ja, läuft. Man hat mir gesagt, was die Zukunft von Camper angeht, muss ich schon unbedingt kennenlernen. Ja, das ist doch gut so. Ja, dann komm. Aber da musst du alle hier kennenlernen. Ja? Hallo, ja. Ich bin der Igor, du bist? Marco, grüß dich. Marco, du bist für was zuständig? Vertrieb, Dach. Vertrieb, das ist schon mal gut. Ich bin der Thomas, After Sales. After Sales. Ich bin Lisa, operative Geschäftsführung. Sorry, Innendienst, Export. Okay, schön, danke. Das ist OEM. OEM, okay. Okay, was heißt das genau? Original Equipment Manufacturer. Okay, da gehen wir später drauf ein. Ja, genau. Und ich bin der Igor und ich bin der Praktikant von heute. Frederik, die haben mir gesagt, dass du hier in diesem Unternehmen bist, weil die Zukunft von Camper sich verändern wird oder es kommt was Neues und vielleicht kannst du uns ein bisschen was dazu sagen. Ja, gerne. Wollen wir rausgehen oder machen wir das? Ja, wir gehen raus. Ja, machen wir doch glatt. Unter vier Augen, du weißt doch. Ja, bleibt unter uns aber, ne? Bleibt unter uns. Also ich habe ja schon vorhin mit dem Björn gesprochen. Ja. Der hat mir ein bisschen die Geschichte von Camper erzählt, wie das entstanden ist, dass sein Vater das gegründet hat und wie Camper halt entstanden ist. Ehrlich gesagt, als wir hier angekommen sind, du hast ja immer eine gewisse Vorstellung von einem Unternehmen, wenn du auch damit zusammenarbeitest. Mhm. Ja? Und ich habe es mir kleiner vorgestellt, das ist doch größer als gedacht. Ne? Also Camper ist schon was Größeres. Ja. Wie viele Mitarbeiter hat Camper? 400. 400? Alle hier? Nee, auch noch im Standort in Tschechien. Okay, das heißt, wir haben noch einen Standort in Tschechien. Wir haben den Standort hier und dann halt Niederlassung wahrscheinlich. Mhm, genau. Okay, schön. Und du bist bei Camper genau wofür zuständig? Ich bin der Geschäftsführer, mache die Bereiche Marketing, Vertrieb und After Sales. Ja, dann habe ich ja den richtigen hier. Mhm. Es geht ja heute um Marketing, oder? Ja, will ich doch meinen, oder? Nein, es geht heute darum um die Technik und ich will jetzt gleich in die Fertigung gehen und verstehen, wie so eine Absauganlage funktioniert, worauf kommt es an und vor allem diese Filtersysteme, ne? Mhm. warum die so wichtig sind. Ne? Da ja. würde ich gerne... Ja. Was wird sich so... bei Camper deiner Meinung oder in welche Richtung schaust du oder wo möchtest du hin oder was ist deine Vision? Das würde mich gerne interessieren. Ja, die Wahrnehmung beim Kunden hat sich komplett geändert in den letzten Jahren. Die Absaugtechnik verrückt immer mehr in den Vordergrund, wird immer wichtiger. Ja. Auf der Business-Seite natürlich auch, aber auch fürs Bewusstsein vom Schweißer. Ja. Also im Grunde ist das wie mit dem Anschnallen vom Gurt. Ne? Heute überlegt sich auch keiner mehr, ob man einen Gurt anschnallt, wenn man sich ins Auto setzt. Oder ob du, wenn du beim Skifahren, ob du den Helm aufsetzt. Ne? Ja. Das haben früher nur die komischen Leute irgendwie gemacht. Ja, ja, das heute stimmt. Macht das jeder. Stark, ja. Und die Wahrnehmung, die wollen wir auch natürlich auch erzeugen, dass die Leute nach und nach das Bewusstsein dafür bekommen, dass Schweißen ohne Absaugung eigentlich total unsinnig ist. Ja, es geht ja eigentlich nicht darum, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, um das jetzt unbedingt zu verkaufen, sondern
Camper steht ja dafür da, du hast eine Lösung, dass deine komplette Umgebung, soweit es geht, rauchfrei bleibt. Mhm. Ja, dass du nicht permanent in diesem Qualm halt hängst. Ich meine, meiner Meinung nach ist die Zeit heute so schnell, ja, dass sich so eine Marketingabteilung von so einem großen Unternehmen, sich darauf einzustellen, ist echt schwierig. Du bist dann meistens irgendwo am Hinterherlaufen. Ne? Das ist, um den Menschen das begreiflich zu machen, dass so ein System wichtig ist, muss man ja völlig neue Wege gehen. Ne? Und deswegen denke ich, YouTube ist doch interessant. Absolut. Absolut. Ja. Social Media ist wahrscheinlich auch für euch ein Thema. Ganz klar. Ne? Ja. Und vielleicht verrätst du uns auch ein bisschen, was du so vorhast. Ja, wir haben einiges vor. Ne? Wir haben da noch an die Firma angelehnt, eine eigene Agentur gegründet, die einfach auch für die sozialen Medien die Kommunikation übernimmt. Erfahren, ja. Und uns ist wichtig, dass wir einfach da eine Rolle spielen, weil die Marke, glaube ich, unglaublich wichtig ist. Und wir wollen ja auch den Leuten halt quasi näher bringen, dass das nicht nur um die Gesundheit alleine geht, sondern auch um die Mitarbeiterzufriedenheit. Ja. Und es ist wichtig, gute Mitarbeiter zu halten. Das kriege ich eigentlich nur mit einem guten Arbeitsumfeld hin. Ja. Und nicht irgendwie, wenn ich die Leute da im Rauch stehen lasse. Also wir wollen schon die Wahrnehmung komplett verändern und auch die Mehrwerte noch weiter ausbauen. Und auch den Coolness-Faktor natürlich hochfahren. Ja. Ich habe ja in meinem Freundeskreis, da sind auch sehr viele Schweißer dabei, das Thema quasi so mit live erlebt. Da hast du halt manche Schweiße, die sind im Behälter, da wird gar nichts abgesaugt. Mhm. Die sitzen in dem Qualm und die atmen das halt. Und ich weiß selber persönlich, wie schlimm das ist. Ne? Und ich finde, das kommt erst jetzt. Ich verstehe nicht, warum das in Deutschland in manchen Betrieben nicht so ernst gesehen wird. Du kommst manchmal in einen Riesenbetrieb, da wird den ganzen Tag geschweißt und gemacht, aber da ist nichts von Absaugen und Filtern. Das ist ja normal schon gesetzlich vorgeschrieben, dass man ein bisschen für eine Lösung sorgen muss. Genau. Das sind natürlich die BGs, sind da hinten dran. Ja. Haben aber auch nicht so eine Marktdurchdringung, dass jetzt in jeder Firma da einmal wöchentlich jemand ist, zur Kontrolle kommt und die Luft misst. Ne? Ja. Da sind wir weit von entfernt. Das sollte aus Goodwill des Unternehmers sein. Und ich sage immer, als Unternehmer sollte das in der Produktionshalle aussehen wie bei einem zu Hause, weil das hat einfach was mit Wertschätzung zu tun. Ja. Und auch wenn man Kundenverkehr in der Produktionshalle hat und das sieht halt auch sauber aus und ist organisiert, das macht ja auch einen guten Eindruck für die Endkunden. Die machen sich ja verrückt wegen der Innenstädte, wegen der Absage, die Autos. Ja, da sollen die mal in so eine Schweizer Werkstatt mal reingucken, richtig, was da abgeht. Richtig, ne? Richtig. Nickelstahl und alles. Feinstaub, die große Diskussion. Ja. Das hat tatsächlich die Aufmerksamkeit zum Thema Luft deutlich gesteigert. Das war eigentlich für uns jetzt gar nicht zwingend schlecht, weil man sich mehr mit dem Thema Luftqualität auseinandergesetzt hat. Also von daher ist das okay, was da mit Feinstaub und so getrieben wird und ob das sinnig ist und wie viel Mehrwert das wirklich bringt, das sei mal dahingestellt. Das heißt, ihr habt, was die Absaugung angeht, von null bis Ende alle Möglichkeiten. Ich rede davon nicht einfach punktuell absaugen, sondern ganze Halle absaugen. Ich habe so einen Turm gesehen, ich vermute, das ist so etwas. Richtig. Würde ich gerne live mir gleich in der Fertigung angucken. Mhm. Und ihr habt wahrscheinlich Systeme, die am Brenner. Genau, Brennerabsaugung. Habe ich auch schon gesehen, die quasi den Rauch quasi direkt beim Schweißen schon absaugen. Genau. Ja, man sollte ja bestenfalls an der Entstehungsstelle absaugen, das wäre eine Brennerrauchabsaugung. Da ist natürlich die Akzeptanz nicht immer so hoch beim Schweißer, weil das ist schon ein ordentlicher Knüppel, den man an der Hand hat. Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Du sagst ein ganz wichtiges Wort, die Akzeptanz. Ja. Die ist einfach nicht da, wenn du schon alleine den sagst, dann zieh wenigstens eine Maske an mit so zwei Filtern. Ja, das geht nicht. Da muss man noch sehr viel Vorarbeit leisten. Ja. Ja, ich glaube, man muss dem Schweißer so einfach wie möglich machen, dass es einfach entspannt ist und dass die Arbeit leicht fällt. Ja. Und wenn das ein Hindernis ist, dann ist das immer ein Thema, ob man das wirklich anschaltet oder nicht und dann wird es schon ein bisschen enger. Aber ich glaube, wie gesagt, Brenner-Schweißer-Absaugung ist eine Sache. Dann die Helmabsaugung, PPA, ist auch ein Thema, wobei dann schützt man halt den einen Schweißer und die anderen in der Halle machen halt ein langes Gesicht. Okay. Und ich glaube, die Kombination von Punktrauchabsaugung am Schweißplatz in Kombination mit einer Hallenabsaugung wie ein Cleaner Tower, das ist eine gute Mischung, weil man hat einfach ein Grundkonzept. Ja. Ich möchte dich noch was fragen, ob das so richtig ist. Ich habe bei mir öfters in letzter Zeit Aluminium geschweißt. Aluminiumfolie habe ich gesehen, ja. Nee, das war eine andere Vorstellung. Sondern ich habe da, wir haben halt für Philipp Kies da so einen Behälter gebaut. Und da war ich im Stress, ich habe meine Absaugung nicht angemacht, sage ich dir ganz ehrlich. Es ist wirklich so gewesen. Ja, und ich habe... Gleich eine Strafe. Ich habe wirklich sehr viel geschweißt. Mir ging es abends nicht gut. Aha. Du hast ein Unwohlsein, du hast ein bisschen Kopfschmerzen und ich habe das immer darauf zurück... ich habe mir immer gesagt, Igor, das war der Stress auf der Arbeit. Aber das ist mir jetzt ein paar Mal passiert, wo ich die Absaugung nicht benutzt habe. Und wo ich in dem Rauch auch gesessen habe. Und beim Wegschweißen siehst du den Rauch auch manchmal gar nicht. Ja, ja. Aber trotzdem sind da Emotionen, die man abziehen muss. Ja.
Und das schafft so eine Absaugung. Ja, absolut. So, wir haben genug gesprochen. Wir gehen jetzt einmal durch die Fertigung und gucken uns das an. Dürfen wir die gesamte Fertigung sehen jetzt? Alexander, sind wir soweit? Wir sind soweit. Ja, dann los. Auf geht's. Ja, ich will viel jetzt Spaß, ne? Ja, genau. Du hast uns sehr geholfen. Danke dir. Ja, ich hoffe, wir sehen uns nochmal. Ja, machen bestimmt wir auf der Messe Blechexpo? Sowieso. Alles klar. Dann ab ins Meeting. Ja, gönn dir, ne? Ja. Dankeschön und gute Umsätze, ja? Wir werden die Krise schaffen. Es gibt keine Krise. Es gibt keine Krise. Habt ihr ein bisschen Angst gemacht? Krise und alles. Ah. Also hier sieht es jetzt auch vielleicht ein bisschen wild aus, aber wild ist das ja die Frage. Das sieht super aus. Das sieht gar nicht wild aus. Das ist super sauber. Genau. Also wir sind ja nicht nur diejenigen, die irgendwie Absauggeräte bauen. Das machen wir ja seit über 40 Jahren. Wir brauchen natürlich auch, oder unsere Kunden brauchen am laufenden Band ja auch Zubehörteile und Ersatzteile, kleine Sachen. Darum ist das hier der Versand. Ne? Hier stehen schon fertig verpackte Geräte, also da sind jetzt keine Absauger, da sind jetzt fertig verpackte Geräte drin, die dann bestellt sind und dann hier letztendlich noch rausgeschickt werden. Letztlich sieht es hier halt kartonmäßig aus. Hier ist unser, letztendlich auch unser Versand. Vorne stehen die entsprechenden LKW-Ladestationen, wo halt laufend was angeliefert wird und laufend wieder was rausgeht. Nee, aber alles top. Sieht meistens immer so aus. Genau. Dann hast du so eine Kiste, genau. Dann hast du hier den Rüssel drin, zwei oder drei Meter, dann hast du hier den Schnorchel und bist fertig. Genau. Du weißt ja letztendlich, du kannst ja verschiedene Absaugarmlängen bekommen, zwischen 2 und x Metern theoretisch, wenn man auch mit einem Ausleger arbeitet. Oder 2. Genau, richtig. Genau. Ja, deswegen haben wir halt auch viele Kartons hier stehen, fertig verpackte Produkte, die in kleinen Serien im Prinzip hergestellt werden. Darf man das sehen? Bitte? Darf man das sehen? Fertig vorkonfektioniert hat stehen. Ja, ne? Okay. Wehe, da sind weniger Motoren wie da. Schön. Aufregend. Direkte Frage an dich. Ich sehe hier große Türme. Was ist das? Das sieht aus wie meine Smart Master. Was ist das? Ist das die Big Master? Das ist die Big Master, ganz die genau. Die Big Master. Genau. Und diese Big Master wird offenbar gerade nach China geliefert hier. Was? Wir liefern mal nach China und nicht umgekehrt? Wir liefern auch nach China und nicht umgekehrt, ganz genau. Ja, du hast ja natürlich nicht nur Schweißer, die zu Hause schweißen, einen Arbeitsplatz, sondern wenn man in eine Produktionsumgebung kommt, hast du oft 3, 4, 5, 10, 20 Arbeitsplätze nebeneinander. Und dann brauchst du halt natürlich ein bisschen Power, ne? Genau, und da gibt es dann Anlagen, die zentral in so einer Halle installiert werden und an diese Anlage werden dann verschiedenste Arbeitsplätze angeschlossen. Wie heißt das denn? Das ist das System Weldfill. Weldfill? Genau, richtig. Und aber ist das das größte System oder habt ihr noch größere? Nee, wir haben noch größere Systeme. Die werden je nachdem, wie viele Arbeitsplätze du ausstatten möchtest und wie viel Filterfläche du brauchst für die Arbeitsplätze, wie stark der Motor sein muss, wird das individuell konfiguriert. Das heißt, das Gehäuse sagt nicht alles aus, es kommt darauf an, was für Komponenten drin sind. Korrekt, ganz genau. Für wie viele Arbeitsplätze wäre denn so ein Monster? Ich rede schon von dem großen Ding. Wie viele Arbeitsplätze könnte der jetzt, normale Mack-Arbeitsplätze? Also durchaus 10 bis 15. 10 bis 15. Genau, richtig. Und das wird. Aber es kann zum Beispiel auch sein, dass so etwas dann an Schleiftischen eingesetzt wird. Beim Schleifen entsteht ja auch Staub. Also das ist nämlich ganz wichtig. Ne? Genau. Viele vergessen das. Wenn du mit der Flex, mit dem Mückenschleifer am Arbeiten bist, auch ein Programm. Haust du sehr viel Dreck in die Luft. Und wenn du das absaugen kannst, nicht jeder Filter kann das aber auch. Du brauchst manchmal auch, damit es zugelassen ist, einen größeren Filter. Klar. Eine Smart Master ist auch bedingt nur zugelassen, glaube ich. Ne, Zulassung geht es eigentlich nicht, geht eigentlich eher um die Wirtschaftlichkeit. Ah. Wenn du den ganzen Tag mit dem Smart Master schweißt von morgens bis abends, dann hast du natürlich irgendwann deinen Filter voll. Den Filter nimmst du raus. Und der kostet dein Geld. Und ersetzt den. Und deswegen, wenn du halt dauerhaft schweißt, ist es in der Regel so, dass du sogenannte selbstabreinigende Filter nimmst. Ja. Ne? Die selbstabreinigenden Filter, die sorgen im Prinzip dafür, dass die Filter gereinigt werden, der Staub fällt runter und du entsorgst den Staub und kannst weiterschmeißen und nicht den ganzen Filter. Ja, ich glaube, wir gehen gleich auf die einzelnen, wir gucken uns die einzelnen Komponenten eines, das hat mich jetzt nur beeindruckt, weil das so Also das sind im Prinzip Anlagen für Installation, will ich sie mal nennen. Ne? Ja. Wir werden halt hier Schritt für Schritt zusammengebaut. Das ist meine Tarifkarte. Hallo. Wir schnüffeln ein bisschen. Nee, aber hier kannst du zum Beispiel die Filterfalten halt erkennen. Ne? Also hier kommt im Prinzip, der Schweißrauch kommt hier an, bleibt hier dran haften und wird dort dann mit Druckluft automatisch wieder abgeblasen. Und dann fällt das runter, hier in diese Staubrutsche hier unten rein. Hier unten kannst du den Staub entnehmen.
Das heißt, die sind selbstreinigend? Richtig. Das heißt, die dürfen mit Druckluft abgeblasen. Weil ich hatte dich mal gefragt, ob ich meinen Smartmaster-Filter auch mit Druckluft abreinige. Aber das macht ja gar keinen Sinn. Erstens, weil das ganze Zeug ja wieder in der Luft ist, wenn ich das mache. Ist ja nicht in einem geschlossenen System. Ja. Plus, ich mache eventuell den Filter kaputt. Ja, das ist ja klar. Wenn du mit Druckluft auf den Filter... auf den Filter losgehst sozusagen, ne? Wie irgendwie der Jäger auf ein Wild oder so ähnlich. Du punktuellst mal richtig mit 10 Bar rein. Richtig volle Lotte, dann zerstörst du halt die Filter, die Filterporen und entsprechend wird er halt luftdurchlässiger. Baust du den Filter in dein Gerät wieder ein, saugst ab, dann denkst du, okay, hier ist ja alles super, aber hinten kommt keine saubere Luft raus, sondern kommt im Prinzip durchgemischte Luft raus. Also und der Filter hier, ist dann kaputt. Die dürfen abgeblasen werden und die vertragen das auch, ne? Ist ja wahrscheinlich optimal eingestellt hier. Optimal eingestellt. Okay. So, das heißt, so ein Ding besteht aus einem Elektromotor, so wie ich das sehe? Genau. Der hat auch schon... Elektromotor ist es nicht, also Elektromotor wird ja irgendwo eine Batterie sein. Der ist schon irgendwie... letztendlich nicht, was meinst du mit Elektromotor? Ich meine, das ist ja ein Elektromotor. Ja. Ja, mit Drehstrom. Genau, richtig. Drei Phasen. Richtig. Boom. Genau. So. Und der treibt unsere Turbine. Der Ventilator letztendlich an. Ja. Ich habe gedacht, dass da viel größer Ventilator drin ist. Ja, das liegt am Modell. Das ist jetzt hier auch ein relativ schmales Gerät. Ja. Wenn man das hier mal schaut, das ist ja einen Meter nur breit. Ich dachte, da ist so ein Ventilator drin. Aber das natürlich. Der hat, glaube ich, eine gewisse Leistung, der wird mir den Arm schon ansaugen, ne? Da wird mein Arm drin verschwinden. Das ist hundertprozentig auf den Bedarf natürlich abgestimmt. Und heutzutage geht es ja nicht mehr darum, dass ich den maximal größten Motor einbaue, sondern im Prinzip den Motor, Effizienz, der am sinnvollsten ist, dass wir halt auch entsprechend nur so viel Energie verbrauchen, wie nötig ist. Hier oben ist noch so ein Tank, Druckluft-Tank, das ist wahrscheinlich der Tank, der die Luft dann quasi abreinigt, der die Filter ganz dann... Ganz genau. Aha. So, dann haben wir halt die Kammer, da sind die Filter. Da wird die schmutzige Luft durchgejagt und wir sind fertig. Ne? Und die fällt dann hier unten in diese Staubrutsche rein. Da steht jetzt gerade die Leiter davor, die kann man rausnehmen. Und dann kann ich den Staub entsorgen. Danke, dass Sie das für uns möglich machen. Vielen Dank. Da unten steht dann üblicherweise ein Eimer drin. Das ist da halt ein Karton noch. Wir sind ja hier gerade im Bau. Da unten rutscht das schon der Staub raus. Das kann man mit einer Drucklufthebeeinheit verschließen, sodass es auch dicht ist und nicht der Staub irgendwo hinfliegt. Weißt du, was mich interessieren würde? Das ist jetzt circa, sagen wir, für 5 Arbeitsplätze oder bis 10. Was schätzt du so grob? Ja, 4 bis 5. 4 bis 5. So, jetzt haben wir 4 bis 5 Arbeitsplätze. Ich würde gerne mal real life sehen. Ein Tag 8 Stunden schweißen. Ja. Den Eimer rausholen und mal reingucken. Ja, siehst du nichts. Das siehst du nichts, weil das noch in den... Und wie oft werden die abgeblasen? Das ist druckabhängig. Differenzdruckabhängig. Ne? Ah, okay. Also sobald da ein gewisser Differenzdruck... Stimmt. Dann fängt der an zu piepen, das kenne ich bei meiner Smartmaster. Genau. Und dann hat sich hier auch ein vernünftiger Kuchen angesetzt oder so und dann ist auch die Effizienz am besten. Ne? Ja, dann würde ich mir gerne nach einem Tag die Filter mal angucken. Das wird man aber auch schon sehen. Ja klar, das siehst du. Natürlich. Das ist zum Beispiel auch etwas, wo wir ganz am Anfang eben darüber gesprochen haben, 1977, als Gerd Kemper damit angefangen ist mit dem ganzen Thema, da gab es überhaupt gar keine Gesetze in Deutschland. Wie kannst du denn verkaufen, wenn es keine Gesetze gibt, ist mal eine Frage. Ich vermute, er hat sich einfach Gedanken gemacht, wie mache ich das jetzt am besten für mich und für den Schweißer und hat dann halt angefangen zu bauen. Er hat es gezeigt. Er ist in einen Schweißbetrieb gefahren, hier hast du einen Filter, ich stelle den eine Woche dahin. Und dann guckst du mal rein, was du dir in die Lunge reinjagst. Nein, im Moment. Zunächst ist er weiß. Ja. Und nach einer Woche ist er wiedergekommen, haben gemeinsam mit dem Geschäftsführer reingeschaut und da war er schwarz. Also das, was da schwarz drin saß, ist nicht in deiner Lunge. Mhm. Also das ist schon ein ernstes Thema. Du siehst es halt dann halt. Mhm. Und über den Weg fängst du natürlich an, auch zu überzeugen, dass das irgendwie sinnvoll ist, das aus der Luft zu holen. Gibt es halt auch verschiedene. Hier ist ein größeres, noch größer. Schaubrutsche doppelt so groß halten. Ja. Aber Prinzip ist das gleiche. Nur, dass die Turbine und der Motor noch größer sind. Wobei, richtig. Je nachdem, welche Leistung du halt brauchst, hast du verschiedene Größen. Wobei das immer noch ein kompaktes Gerät ist. Kompakt in Anführungsstrichen, du hast die Gabelstaplertaschen, sodass du das wirklich ganz einfach dann auch in der Produktion von links nach rechts verschieben kannst und aufstellen kannst. Das ganze System ist Plug and Play. Das ist zwar jetzt hier noch nicht fertig, aber hier hast du alle Anschlüsse dran, da kommt Druckluft dran, da kommt Strom dran und fertig. Ne? Also so wird es dann letztendlich ausgelaufen. Ne? Sind solche Systeme laut? Ich sehe schon, die sind schon ein bisschen gedämmt. Ich will jetzt mal ein bisschen Werbung machen, aber muss man an der Stelle auch dürfen. Also unsere Anlagen machen unter 65 dBA. Das ist fast nichts.
Wir haben, das ist wirklich fast nichts. Das ist wirklich nicht laut. Nee, das ist wirklich nicht laut. Da ist mein Schweißgerät lauter. Das ist so. Und das ist halt auch eine Besonderheit von Camper, Absaugzentralen, Absauganlagen, dass sie, wir sagen, flüsterleise sind. Ja, hier wird es interessanter für mich, für genau. uns. Also. Hier haben wir halt eine klassische Inselfertigung, ne? So, wo die Geräte aufgebaut werden und wir haben halt unterschiedlichste Typen. Wir haben nicht nur diesen Smartmaster, von dem du immer sprichst. Das ist interessant, was ist denn das da? Das kenne ich noch nie. Oder warte mal, doch, das ist das System, was wir oben an der Decke hängen haben. Jetzt kann ich endlich mal reingucken. Oben an der Decke? Ja, wir haben, Vakufil. Nee, ist was anderes. Wofür ist dieses Vakufil da? Also das ist eine Neuheit von Camper, wo wir letztendlich auch gerade komplett einzigartig unterwegs sind. Hat noch kein anderer. Was ist das Besondere daran? Das Besondere daran, das ist also brennerintegrierte Absaugung. Aha. Brennerintegrierte Absaugung ist ein Stichwort, was extrem populär in Frankreich haben ist. Haben wir einen Brenner da? Hast du gerade einen? Im Showroom Brenner? Haben wir einen Brenner da. Dann ja. gucken wir uns gleich hier im Showroom in der Produktion. An. Genau. Zeig mal hier einmal kurz Vakufil von Camper, wie das aufgebaut ist. Genau. Da werden wir jetzt in Stuttgart zu Schweißtech auch jede Menge weitere Produkte noch zu zeigen. Das Besondere an diesem Gerät ist, dass so ähnlich wie beim Tempomat beim Auto. Ja. So, du bist Schweißer und du willst vorne immer deine Absaugleistung konstant haben. Ja. Egal, welchen Brenner du da dran hast. Ja. Weil du deine Gasglocke ja auch nicht absaugen willst. Das heißt, die Leistung muss immer in einem bestimmten Level sein. Da kannst du anfangen, das anzujustieren hier oben. Ja. Okay, ich brauche ein bisschen mehr, brauche ein bisschen weniger. Ja. Oder die Kiste ist intelligent und die sagt dir, ich habe den Brenner von Marke A, von Marke B, von Marke C angeschlossen. Die wähle ich hier aus. Sag, welchen habe ich denn da eigentlich? Dann weiß das Gerät, okay, wie lang ist eigentlich dein Schlauchpaket, was du da dran hast? Okay. Wie satt ist dein Filter, sodass du immer die gleiche Leistung hier vorne hast? Also ähnlich, wenn du beim Tempomat einen Berg hochfährst, fährst du 130, fährst du wieder runter, fährst du auch 130. Er regelt also automatisch nach. Im Showroom ist eins komplett fertig aufgebaut? Da ist eins aufgebaut, aber das da haben wir natürlich keine Schweißinstallation. Weißt du, was mich interessieren würde? Ich als Schweißer denke sofort, da wird was abgesaugt. Was ist mit meiner Schutzglocke? Was genau. Mit meinem aber ich denke, da habt ihr da, das gucken wir uns im Showroom genau. gleich genauer. Hier geht es erstmal um die Fertigung, ja? Um die Details der Maschine kommen wir noch zu. Was ist das? Dusty! Das ist auch eine sogenannte Hochvakuumabsaugung. Aber? Nix aber. Da, kann man an zwei Arbeitsplätzen arbeiten. Das heißt, du kannst dann halt magnetisch, hier haben wir dann beispielsweise, wenn du dir das mal anschauen möchtest, hier letztendlich eine Düse, die ist mal das ist dann magnetisch. Das kenne ich von meinem Minifill. Genau. Ist halt letztendlich ein Hochvakuum-Absauggerät, ein kleines praktisches, quadratisches Gerät, was auch einen Filter hat im Vergleich zum Minifill. Minifill hat halt einen Einwegfilter, dieser ist auch abreinigbar, allerdings manuell. Das heißt, du öffnest eine Klappe, reinigst mit Druckluft den Filter. Alexander, eine ganz kurze Frage. Ich sehe das Ding das erste Mal in meinem Leben und ich habe das in keinem Katalog gesehen. Ja, da musst du mal richtig gucken. Also das ist jetzt kein nagelneues Gerät, sondern nee, sieht doch nicht so aus. Haben wir schon viele Jahre, ist aber quadratisch praktisch gut. Ist vor vielen, vielen Jahren tatsächlich mal für die Bundeswehr entwickelt worden übrigens, die ein wirklich quadratisches, praktisches Gerät haben wollten, was man auf allen Fällen und Zwecken mitnehmen konnten, was sie dann auch in den entsprechenden Farben dann hergestellt haben, ist also schon einfach ein Ding, was wir schon viele, viele Jahre haben. Minifill ist ja runder, aber ich glaube, es ist sogar noch größer. Von der Größe her würde ich gar nicht mal sagen, ist aber auch eine andere Bauart. Können Minifill wir den aufmachen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ja, ich weiß, du willst die Technik, aber ich finde das Ding so krass. Das sieht auch nicht so wirklich vorzeigmäßig jetzt aus. Aber ja, aber jetzt pass mal auf. Wer schaut bei uns zu? Es gibt immer zwei Kategorien. Das ist der Privatmensch, der mit dem Schweißen beginnen will. Und ich will dem ja irgendwie eine einfache, erschwingliche Lösung anbieten. Und ich glaube, ein Minifill oder das hier oder ein Smartmaster ist das Richtige. Ja. Und dann sitzt da noch jemand, der Schweißer arbeitet, der das jetzt sieht. Geht jetzt auf die Arbeit, genau. Hat keine Absaugung, denkt jetzt drüber nach. Vielleicht ist es für den Betrieb jetzt nicht so von Vorteil, aber denkt danach, was ziehe ich mir da rein? Soll ich da was überlegen? Es gibt ja da Möglichkeiten. Klar. Und deswegen, das Ding hat Rollen, das kannst du also auch zum Beispiel auch als Baustellen für Reparaturschweißen mitnehmen oder so etwas halt. Ne? Der klassische weiße Bulli, der unterwegs ist, der also, irgendwo auftaucht und irgendein Geländer irgendwo bei jemand zu Hause nachschweißt. Ne? Wir kommen zurück, bestellen uns ein Dusty, ich will das in meiner Werkstatt haben. Weil die Smart Master, die ist schon gut. Aber die hat eine gewisse Größe. Mhm. Der zieht viel ein, hat eine gewisse Größe, musst du durch die Werkstatt halt schieben. Aber das ist für eine kleine Werkstatt ist das ja ideal. Ne? Kannst du also, wie gesagt, ein oder zwei Arbeitsplätze dann auch mit ausstatten.
Ja. Genau, da gehst du einfach dann ran, ne, und kannst mit Druckluft das reinigen sozusagen. Ne? Mhm. Und dann hast du unten drunter dann unten deine Klappe, wo du den Staub dann rausnehmen kannst. Eine Frage, wo liegt der preislich, der Dusty? Gute Frage. Ich glaube so, also ich wahrscheinlich sage ich jetzt was Falsches, sondern ist es bei YouTube. Aber du kannst eben auf der Website mal gucken. Camper.eu. Genau, und dann hast du da gleich auch einen Preis. Das geht. Die liegt bei 1200 Euro. Das ist, glaube ich, schon inklusive Mehrwertsteuer. Ich weiß es nicht. Müsste mal gucken, wie das bei euch ist. Aber eine Smartmaster liegt ja eh nicht da. Die Thematik, die Smartmaster kriegt aber mehr abgesaugt. Ich glaube, die Smartmaster ist mehr, wenn du auch schleifst, der kriegt der mehr reingezogen. Das ist ja eher so wirklich für die kleine Werkstatt. Wobei, der hat ja auch hier einen Rüssel. Ja, wobei, das ist, wie gesagt, das ist Hochvakuumabsaugung. Das andere, was du meinst, ist Mitteldruck. Also beim Mitteldruck haben wir den klassischen Absaugarm, der bei einem Arbeitsplatz an einem Tisch montiert ist. Ja. Du hast das über deinem Arbeitsplatz, wunderbar, und saugst und ab. Hier positionierst du natürlich laufend um. Okay. Du kannst zum Beispiel auch in einen Container reinkriechen, wenn irgendwo im Container irgendetwas kaputt ist und musst da. Ne, so etwas, oder du gehst halt irgendwo hin, nimmst das irgendwo hin mit, schließt es an. Ja. Ne, bist halt denn das, die testen wir mal aus bei mir, weil das sieht so genial, so kleinhandlich aus. Also es gefällt mir besser wie Minifill, weil Minifill ist anders aufgebaut. Mhm. Und ich glaube, es ist preislich auch etwas. Ich muss halt natürlich nach meiner Zielgruppe schauen. Ne? Klar, aber Minifill, also der ist ja auch wieder Vor- und Nachteile. Minifill ist halt ein anderes Gerät. Ne? Ja, es hat einen Einwegfilter. Moderner auf jeden Fall. Und man muss einfach sagen, wir nennen das kontaminationsfrei. Das kannst du bei den verschiedenen Filtern dir auch anschauen. Bei unserem Minifill zum Beispiel bleibt der Dreck in der runden Kiste drin. Stimmt. Das ist keine der grobe Dreck bleibt sogar oben hängen. Da, ne? ist so ein Teller. So ein Fliehkraft-Vorabscheider ist da dran. Das heißt, dass die Luft wird erst in Rotation versetzt, fällt erstmal die groben Teile bleiben im Teller liegen, damit du den Filter nicht direkt belastest. Und der Rest geht unten rein. Genau. So, jetzt genug von den kleinen Systemen, gucken wir uns die großen Systeme an. Auch diese Geräte sind halt alle vernetzt. Ne? Wir haben das Ganze auch ganz bewusst auf Mobilfunkbasis umgestellt, weil wir oft in Produktionsbetriebe gekommen sind in der Vergangenheit, wo wir gesagt haben, okay, wir vernetzen die Sachen, damit wir Betriebsparameter etc. abrufen können. Da war immer das große Thema, ja, in den meisten Produktionshallen gibt es aber gar kein Netzwerk. Ja. Beziehungsweise da ist so viel Stahl verbaut, da funktioniert das Ganze wieder nicht. Ja, ja. Oder wir haben Sicherheitsbedenken, wir wollen nicht, dass sie in unser eigenes Firmennetzwerk reingeht, was wir auch verstehen können. Und aus dem Grund haben wir gesagt, okay, wir bauen unser eigenes Mobilfunknetzwerk auf und sind letztendlich autark mit unseren Lösungen von anderen Infrastrukturen sozusagen. Wahnsinn. Was ist das für eine? Ich glaube, das ist eins der größten Motoren, die ihr so habt, oder? Ich meine, guck dir das Ding mal an. Der saugt Felsen ein, oder? Ja, das sind halt Teile, die für irgendeine Anlage benötigt werden, die gerade von einem Kunden bestellt wurde. Also wir haben ja bis zu 40.000 Kubikmeter Luft, die wir theoretisch pro Stunde bewegen können. Also hier mit 5 Riemen. Ja, schon beeindruckend. Und da siehst du zum Beispiel so einen kleinen Staubeimer, ne? Was wir bei den anderen Anlagen dann auch gesehen haben. Ja, ne? Da hast du halt eine Selbstabreinigung, da ist hier natürlich nichts drin jetzt, ne? Aber da hast du halt so einen kleinen Eimer drunter, wo der Staub drin gesammelt wird sozusagen. Ich weiß nicht, wie man den rausholt. Da ist auch jetzt nichts drin. Das ist ja wie gesagt hier so ein Demo-Gerät. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Ausstellung. Ich will diesen Rauchabsaugbrenner sehen.